Es ist die mitunter beliebteste Smartphone-Reihe der Welt. Die Rede ist von der Redmi Note-Serie. Und hier gibt es gleich zwei interessante Modelle, über die ich heute in diesem Video mit euch sprechen möchte. Also bleibt dran, mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Man hat sie ja bereits außerhalb von Europa vorgestellt. Die Rede ist von den Redmi Note 11 Modellen. Und jetzt kristallisiert sich raus, dass wir genau zwei Modelle auch in Deutschland bekommen werden. Und das ist Grund genug, sich einmal anzuschauen, was diese Modelle können, beziehungsweise mit welchen Specs sie ausgestattet sind. Und darüber spreche ich ja heute mit euch in diesem Video. Falls ihr generell mehr Lust auf Technik habt, dann könnt ihr es leicht machen. Abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wenn ihr sowieso gerade unten drin seid, schaut gerne mal in der Videobeschreibung nach, denn wenn ihr Lust habt, mit anderen Experten über Technik zu reden, dann kommt einfach in die passende Smartphone-Blogger-Telegram-Gruppe. Doch jetzt, genug davon, beginnen wir erstmal mit dem Redmi Note 11 Pro. Ausgestattet ist das Redmi Note 11 Pro mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Display. Natürlich haben wir eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Doch der eigentliche Knaller kommt jetzt, denn wir haben 1200 Nits im Peak. Und das bedeutet eine immens große Strahlkraft. Und das ist etwas, was man manchen Smartphones echt ankreiden kann, dass sie nicht wirklich so kräftig sind, wenn man Bildschirminhalte ablesen möchte. Etwas, was mich auch ein bisschen stört, ist hier in dem Fall, dass wir nur Gorilla Glass 5 mit dabei haben. Hier wäre Victus natürlich schon eine gute Wahl gewesen. Und beim Prozessor, da macht man ordentlich Dampf, denn man hat den neuen MediaTek Dimensity 920 verbaut. Der ist im 6-Nanometer-Verfahren gebaut und hier kann man dann zwischen 6 und 8 GB RAM auswählen und beim internen Speicher gibt es 128 oder 256 GB. Und es ist wirklich interessant zu beobachten, dass sich der Markt immer mehr Richtung MediaTek schiebt. Und das ist echt cool, interessant, hat aber auch den Vorteil, es übt Druck auf Qualcomm aus und die müssen beim Snapdragon echt Gas geben. Gerade mit dem 888 hat man es nicht geschafft, den besten oder vielleicht effizientesten oder soll ich erst mal sagen, der die Wärme am besten im Griff hat, Prozessor auf den Markt zu bringen. Und auf der Rückseite, da haben wir ein Setup, das wir mittlerweile gewohnt sind. Denn wir haben den HM2-Sensor von Samsung verbaut und dahinter verbirgt sich, na, ihr wisst es, eine 108-Megapixel-Kamera. Dazu gibt es die 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera und nochmal eine 2-Megapixel-Makro-Kamera, denn zwei Kameras würden natürlich viel zu mickrig aussehen. Die Kameraqualität dieses Sensors ist wirklich gut und es ist echt interessant zu sehen, dass wir diesen Sensor sonst eher in teureren Smartphone-Modellen bekommen haben und dass dieser jetzt immer mehr abrutscht in die Mittelklasse. Und das schließt so ein bisschen den Kreis, wenn man über Innovationen spricht. Oft sagen wir, wir brauchen diesen Megapixel-Wahnsinn nicht. Wir möchten viele Sachen überhaupt gar nicht direkt haben und sie sind ja so teuer. Aber dadurch, dass sie erst exklusiv in vielen Top-Smartphones kommen, werden wir sie über kurz oder lang dann immer in der Mittelklasse bekommen und das für einen viel geringeren Preis. Wir haben dann nochmal einen 5160 mAh Akku und der kann mit 67 Watt schnell geladen werden. Und auch das ist ein Feature, das wir eigentlich aus dem Xiaomi 11 Ultra kannten und jetzt hier verbaut bekommen. Der Fingerabdrucksensor ist wie immer gefühlt in diesen Smartphones im Rahmen verbaut und für mich ist es eigentlich die beste Entsperrmethode. Darüber hinaus gibt es dann nochmal Stereo-Speaker und die sind sponsored by JBL. Also auch hier setzt man wieder auf einen Namen und möchte damit so ein bisschen die Käufer auf seine Seite rücken. Und wenn euch diese Version nicht reicht, dann gibt es natürlich noch ein Pro Plus Modell und über das sprechen wir jetzt. Und das Lustige daran, diese Geschichte ist ehrlich gesagt ganz schnell erzählt, denn es ist das identische Smartphone, außer der Akku. Denn hier hat man einen 4500 mAh Akku verbaut, der kann dafür aber mit 120 Watt geladen werden. Diese Charging-Geschwindigkeit kennen wir sonst nur aus dem Xiaomi 11T Pro. Dafür ist der Akku aber auch hier um 5 bzw. 600 mAh kleiner geworden. Und dann kommen wir zu dieser doch umstrittenen Frage, möchten wir lieber einen großen Akku, der in der meisten Zeit länger hält, oder einen kleineren, den wir dafür aber schneller aufladen können. Und hier ist meiner Meinung nach das normale Redmi Note 11 Modell wesentlich besser. Dann habe ich lieber einen größeren Akku und das Gewicht fällt ein bisschen schwerer aus, aber dafür komme ich definitiv über ein, wenn nicht sogar über zwei Tage, anstatt einen kleineren Akku, den ich dann mit dem passenden Netzteil wiederum aufladen muss. Ihr merkt, beide Modelle sind definitiv interessant und werden ihre Käufer finden. Nicht umsonst ist die Redmi-Reihe mitunter die beliebteste, die es zu kaufen gibt. Doch der Unterschied ist mir persönlich in diesem Fall zu marginal. Habe ich etwas vergessen? Habe ich vielleicht nicht die beste Meinung oder die objektivste? Oder? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich bin gespannt, wie ihr zu den neuen Redmi Note 11
11 Modellen steht. Wie immer sage ich vielen Dank, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.